Hallöchen, da bin ich mal wieder. Lange, lange ist es her. Man hört auch schon wahrscheinlich, es klingt ein bisschen anders, es sieht ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass ich meinen Keller umgebaut habe. Das hat unter anderem was mit diesem Video zu tun. Ihr lest ja schon im Titel, um was es geht. Deswegen brauche ich ja nicht lange drum rumschnacken. Tada! Warum jetzt Zico Control? Ich habe einfach eine günstige Variante gesucht, um den Einstieg in den Funktionsmodellbau, in Anführungsstrichen sage ich jetzt einfach mal, zu wagen. Ob das überhaupt was für mich ist, keine Ahnung. Das werde ich jetzt testen. Deswegen habe ich den Keller jetzt ein bisschen umgebaut. Da kommen noch ein paar Sachen, das ist nicht das Einzige. Damit fangen wir aber heute erstmal an. Der ist zurzeit ganz günstig zu haben für 189 Euro bei Agrar Gigant. Wenn ich es nicht verpeile, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung. Wenn nicht, müsst ihr mich nochmal anschreiben in die Kommentare und dann setze ich den Link rein. Ja, dafür ist es eigentlich recht gutes Angebot. Normalerweise ist der irgendwas zwischen 250, 300 Euro. Also der schwankt extrem und da war halt extrem günstig, ne? Deswegen habe ich da zugeschlagen. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Also wir haben hier die ganzen Sachen von Zico. Sind in 1:32, haben viele Metallteile und natürlich auch Plastikteile. Alles Metall wäre natürlich ein bisschen hart. Wir schauen uns mal den Karton an. Da gibt es ein paar lustige Sachen zu entdecken. Hier sieht man zum Beispiel, der Bagger ist natürlich komplett ferngesteuert und zwar proportional. Wir haben, das ist übrigens die Funke hier, ich hoffe, das seht ihr. Der Bagger wird betrieben mit drei. Was sind das? Babyzellen? Diese 3C, glaube ich, oder C heißen die, keine Ahnung. Zeige ich euch gleich nochmal. Er hat Licht, Arbeitslicht, in der Kanzel Licht, Ketten natürlich. Es handelt sich hier um Liebherr. Bagger, der hat 6 Antriebsmotoren, 8 LEDs, Fahrlicht, 2,4 GHz, 360 Grad drehbar, Löffel, Arm, bla bla bla, Ketten separat steuerbar. Alles sowas. Steigung soll er gut schaffen. Aber ich glaube, den Karton, das interessiert euch, glaube ich, nicht allzu doll. Deswegen machen wir das Ganze hier auf. So kommt der zu euch. Dann habt ihr hier erstmal eine Anleitung, eine kleine. Und hier die quasi Inbetriebnahme. Bedienungsanleitung steht hier. Was war das denn hier? Ach, Sicherheitshinweise war das. Das ist die Betriebsanleitung. Hier sieht man Schraubenzieher, Funke auf, Bagger auf, Batterien rein, Funke anmachen, Bagger anmachen und dann geht das Ganze eigentlich auch schon los. Hier sind dann noch die ganzen Sachen erklärt, wie man was bedient, bibabo, wie man was anmacht, ausmacht, wie man ihn tragen soll und so weiter. Und da ist das gute Stück. Ich packe jetzt erstmal die Funke aus. Die sieht so aus. Das ist die Funke. Zwei Joysticks. Drei Fahrzeuge kann man mit einer Funke steuern. Die Funken unterscheiden sich aber jedes Mal ein bisschen. Manche haben hier noch Funktionen, Blinker rechts und links, braucht ja natürlich einen Bagger nicht. Hier haben wir Licht, das ist die Taste zum wieder in die Neutralstellung vom Bagger. Hinten hat man, auch wie bei der PlayStation sozusagen, zwei Buttons, so bedient man dann die Kette. Hier ist dann der Arm, der Löffel. Hier ist dann Drehen und der Ausleger, hoch und runter. Und ja, so viel zur Funke. Holen wir mal den Bagger raus. Der ist ziemlich schwer für seine Größe. Das überrascht schon, wenn man den rausholt. Aber ich würde sagen, wir ändern mal die Perspektive und dann kann ich euch das besser zeigen.
So, hier haben wir das gute Stück. Wenn ihr den bekommt, das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich ihn auf die Seite kippen. Am besten so. Dann nehmt ihr euch einen großen Schraubenzieher oder ein Geldstück oder sowas. Dann schraubt ihr hinten die Klappe auf. Lässt sich gerade ein bisschen blöd machen hier durch die Kamera. Auf jeden Fall macht ihr dann hier die Klappe auf und packt dann hier drei solche Babyzellen rein. Das habe ich hier schon mal getan. Dann macht ihr das Ganze wieder zu. Zap, zap. Nicht so dolle, nach fest kommt ab. Das soll ja nur ein bisschen halten. Dann kippt ihr den Kleinen wieder um. So. Dann nehmt ihr euch die Funke. Bei der Funke genau dasselbe. Hier eine Schraube öffnen, aufmachen, 4 AAA rein, zumachen und dann ist das Ganze auch schon betriebsbereit. Dann macht ihr Folgendes, versuche ich das mal zu zeigen. Ihr macht den Bagger an, der hat hier hinten einen Knopf am Auspuff, ist lustig gemacht, ist der Knopf, dann fängt der lustig an mit Blinken. Machen wir die Funke an, dann leuchtet die und dann hört der Bagger plötzlich auf mit Blinken und leuchtet. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Lichter komplett aus, unten rechts und links Fahrlichter an. Dann nochmal ein Arbeitslicht und in der Kanzel geht das Licht an und dann haben wir noch am Ausleger ein Arbeitslicht. So. Dann können wir natürlich den Löffel heben, den Ausleger, die Schaufel. Wir können ihn natürlich auch drehen lassen und wir können den Arm auch heben und senken. Ich sehe gerade, hier hängt sogar noch ein bisschen Styropor dran, ist aber nicht schlimm. So. Dann kann ich euch jetzt mal demonstrieren, wie viel Kraft er hat. Er kann sich nämlich auch anheben, das ist überhaupt kein Problem. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, also man muss definitiv üben damit. Man kann ja natürlich auch fahren, man kann auch fahren und drehen lassen, das ist überhaupt kein Thema. Und hier ist dieser Knopf, da kann man dann in die Ausgangsposition ihn drehen lassen, wenn man da drauf drückt, klack, jetzt steht er wieder vorne. Ist natürlich ganz witzig, es werden natürlich noch ein paar Videos kommen, ne? Das ist klar. Was vielleicht noch ein paar Leute interessieren könnte, ich mache mal wieder aus, was denn an dem Bagger wirklich alles nur Metall ist und was nicht. Dazu hole ich mir mal, nehme ich denn mal, eine gute Frage. Ich nehme mal einen guten Aeromax und jetzt schauen wir mal. Also Löffel Plastik, Arm Ausleger Plastik, Plastik, Metall. Was seht ihr das überhaupt? Hier ist Metall, ne? Kunststoff, Kunststoff. Kunststoff. Hinten der Korpus hier ist komplett Metall. Anbauteile eigentlich größtenteils alle Plastik. Das Fahrwerk ist Metall. Alles Metall. Ketten natürlich Gummi, ist klar. Rollen und sowas auch aus Kunststoff natürlich. Aber ich muss sagen, für den Preis ist das schon echt ein gelungenes Modell, gerade für Kinder und so, ist das schon echt cool. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal die ganzen Details anschaut, 89 SEM, bin ja selber gelernter Tiefbauer, so lieber bin ich noch nicht gefahren, das ist eher was für einen Steinbruch, deswegen auch diese schmalen Ketten, ist einer der großen, also ist schon einer der
richtig, richtig, richtig großen Packer in echt. Deswegen ist der Maßstab 1 zu 32 wahrscheinlich auch so groß. Tja, es ist alles echt cool gemacht. Kann man echt nicht meckern. Schöne Verarbeitung. Klar, die Servomotoren hier, die sind alle, wenn die aus sind, natürlich ziemlich wackelig. Mal sehen, wie er sich schlägt im Praxistest. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung ein bisschen vertraut machen. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und